Meine Kinder sind in Obhut genommen worden. Welche Rechte stehen mir denn jetzt zu? Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Abel. Ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich bearbeite hier im Schwerpunkt das familienrechtliche Dezernat. Auf vielfachen Wunsch und auch, weil es augenblicklich wirklich euch wohl sehr betrifft, auch in der Masse sehr betrifft, nochmals heute die Videos zur Inobhutnahme von Kindern durch das Jugendamt. Ich möchte zunächst einmal nochmal deutlich machen, was hier im Wege, wenn ihr betroffen seid, wenn eine Inobhutnahme durch das Jugendamt durchgeführt wird, welche Rechtspositionen ihr habt als Elternteile oder als gemeinsame Eltern und woran sich eine durch das Jugendamt durchgeführte Inobhutnahme am Gesetz und auch an der Verfassung messen lassen muss. Dazu ist es zunächst einmal nochmal notwendig, ich habe in den Videos bislang da auch schon was zu gesagt, dass natürlich nur Inobhutnahmen durchgeführt werden dürfen, wenn eine Notsituation besteht. Das heißt, wenn das Kindeswohl in erheblicher Gefahr ist und, ganz wichtig, dieser Notsituation nicht anderweitig Abhilfe geschaffen werden kann. Es ist meistens so, dass bevor ich in eine Inobhutnahme gehe, also die Ultima Ratio, das Kind den Eltern wegnehme, ich zunächst einmal Maßnahmen mit den Eltern gemeinsam beziehungsweise auch Maßnahmen gegen den Willen der Eltern anbieten kann und muss als Jugendamt, die nicht gleich die Wegnahme der Kinder betreffen. So ist es so, dass wenn Situationen bestehen, wo die Eltern mitunter überfordert sind, wenn Situationen auftreten, die halt ja eskalieren, dass ich dort sicherlich auch Hilfemaßnahmen etablieren kann als Jugendamt, diese anbieten kann, wenn sie nicht angenommen werden, auch über ein Familiengericht diese verpflichtend den Eltern auferlegen kann und eben nicht, wie es manchmal beobachtet wird oder wenn ihr zu uns kommt, dass es eigentlich aus dem Nichts heraus die Wegnahme der Kinder gibt und diese Inobhutnahme dann letztendlich auch über Familiengerichte überprüft werden müssen, ob Voraussetzungen vorgelegen haben, beziehungsweise wenn sie vorgelegen haben, ob sie aufrechterhalten bleiben muss. Gefühlt bei uns kommt das auf jeden Fall so an, dass es eine erhebliche Zunahme der Inobhutnahmen gibt durch die Jugendämter. Das wird auch dadurch untermauert, dass das Statistische Bundesamt also auch erhebliche Zunahmen der Fallzahlen verzeichnet, wann Jugendämter im Wege der Inobhutnahme handeln. Das liegt meines Erachtens auch daran, dass natürlich da die Gesellschaft sensibilisiert wird und sensibilisiert worden ist durch Einzelfälle, die in sehr tragischer Art dann natürlich gezeigt haben, dass wenn Jugendämter eben nicht gehandelt haben, das zu sehr, sehr gravierenden Situationen und teilweise auch zum Tod der Kinder geführt hat. Diese Situation ist maßgeblich dafür, dass natürlich Jugendämter heute genauer hinschauen, auch die Meldungen, die den Jugendämtern gemacht werden, natürlich zugenommen haben von Seiten Polizei, von Seiten der Ärzten oder auch von Dritten, die Kenntnis haben, dass da schwierige Situationen bezüglich der Kinder vorliegen, dass die Meldebereitschaft da auch sehr stark zugenommen hat. Natürlich das Handeln dann auch. Wenn ich diese gestiegenen Fallzahlen zugrunde lege, komme ich aber immer wieder dazu, dass jeder einzelne Fall, der in Obhutnahme geprüft werden muss, dass ich in jedem einzelnen Fall natürlich sehen muss, ist er berechtigt und wenn er berechtigt gewesen ist, wie ist das weitere Vorgehen im Wege der Inobhutnahme, ist eine Rückführung der Kinder zu den Eltern zeitnah möglich, denn auch das ist Realität, dass beinahe die Hälfte der Fälle von Inobhutnahmen dann enden mit einer Rückführung der Kinder. Das kann also nur oder soll zunächst einmal nur auch eine Situation sein, um diese zumindest vom Jugendamt angenommene Kindeswohlgefährdung, die Situation einer Kindeswohlgefährdung abrupt und endgültig abzustellen. Mit der Inobhutnahme ist regelmäßig nicht verbunden, dass es ein Dauerzustand sein soll, sondern ganz im Gegenteil, es soll eine Rückführung der Kinder in den elterlichen Haushalt zeitnah passieren, wenn das möglich ist. Und auch dort muss man letztendlich, wenn es vom Jugendamt nicht von sich aus vorgeschlagen wird, natürlich auch das Jugendamt in die Pflicht nehmen, denn auch da gibt es ein ganzes Repertoire von Maßnahmen, die das Jugendamt bei Rückführung von Kindern zur Verfügung stellen kann. Hilfeleistungen, sowohl tatsächlich, dass möglicherweise eine Familienhilfe dort etabliert wird, die mehrmals in der Woche dort unterstützend tätig ist, aber auch in finanzieller Hinsicht gibt es
Erhebliches, was das Jugendamt dann leisten kann, um die Situation zu Hause auch zu entspannen. Also nochmal, die Situation, das Kind wird in Obhut genommen, bedarf dringend und auch sehr zeitnah einer rechtlichen Überprüfung, ob die Maßnahme A rechtens ist. Ist daran letztendlich nichts zu rütteln, kann selbstverständlich sofort noch in einem zweiten Schritt geprüft werden, was ist das weitere Vorgehen bei Inobhutnahme von Kindern, insbesondere auf den Wunsch von euch, natürlich das Kind zeitnah wieder zurückzubekommen. Wenn ihr betroffen seid, wenn euer Kind in Obhut genommen wurde, ruft uns an, wir helfen euch. Vielen Dank für euer Interesse.